Begrüße euch miteinander. Danke für diesen etwas sehr wohlwollenden Einstieg, Martin. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen müde heute. Eine Frage hat mich in der ganzen Nacht umgetrieben. Und es ist die Frage, ich habe keine Antwort gefunden, die dahin geht, warum hatte mich der Veranstalter als Erster reden lassen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, gut, also wenn er am Anfang spricht, dann ist es dann bald vorbei. Eine andere Variante könnte ich mir vorstellen natürlich, die ist in diese Richtung, dass man sagt, dramaturgisch muss man einen solchen Anlass mit eben fast musikalisch nach einem Crescendo machen lassen und man muss tief beginnen, um stark aufzuhören. Jetzt, ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber es spielt keine Rolle und ich will mich trotzdem einfach jetzt der Geschichte da einlassen. Sie sehen hier ein paar Objekte auf dem Tisch. Philo und Erik, du kennst die Geschichte vorhin. Gestern war ein ganz schlechter Tag. Alles ist schiefgegangen, auch bei euch. Wir haben beim Nachtessen übrigens haben wir noch gesprochen über Murphy's Law. Ich sehe hier ein paar wenige leere Plätze. Einer ist sicher für Murphy besetzt. Was ich immer wieder sage ist, wir kennen Murphy, wir zelebrieren ein bisschen den Murphy, dass der immer zuschlägt, was immer das hergibt. Und das ganz Gefährliche ist, wir vergessen, dass es neben Murphy noch was ganz anderes gibt. Wir haben doch immer wieder neben Murphy, immer wieder unerwartet Glück. Also Glück, dass sich etwas wendet in eine gute Richtung, dass etwas viel besser rauskommt. Und du hast auch schon Aufgaben gegeben, Martin, für den heutigen Tag. Ich erlaube mir noch eine zweite Aufgabe dazu zu geben. Wir sollten eigentlich herausfinden oder einen Namen geben für die Instanz, die immer dafür sorgt, Erik und Philo, dass es immer wieder sehr gut herauskommt. Schutzengel ist ein bisschen belastet vielleicht, Hells Angels erst recht. Irgendwo, vielleicht habt ihr eine gute Idee, wie wir diese Kraft nennen könnten. Also, gehen wir zu meinem Steckenpferd eigentlich, dem Experimentieren. Ich kam dazu, weil ich nicht wusste, ob die Präsentation funktioniert, deswegen habe ich ein paar Krücken mitgenommen. Ich will bei Ihnen beginnen mit diesem Glas. Es sind alles hier Metaphern. Dieses Glas ist klar. Es hat unten Erde drin. Also wenn ich jetzt drehe die ganze Zeit, dann wird es eine trübe Suppe. Langsam komme ich den Krampf und Sie denken, ich habe es gesehen. Das Schwierige ist oft, dass wir in einem dermaßen verbissenen Aktivismus drinstecken und eigentlich Mühe haben, etwas loszulassen. Wir haben in der deutschen Sprache, kennen wir das Wort, wir sehen um Dürre, man sieht nicht mehr durch. Tatsächlich, es ist eine trübe Suppe. Und Sie werden gleich verstehen, warum ich dieses Experiment am Anfang hier gestartet habe. Gehen wir jetzt aber los zu diesem Hund. Sie sehen, es ist kein Rassenhund. Aber er hat irgendwo einen Fokus. Er steht nur noch auf drei Beinen und balanciert mit dem Schwanz. Und das ganz Tolle ist, er ist mindestens einmal schon nass geworden. Dieses Tier, ich weiß noch, diese Postkarte habe ich vor ewig langer Zeit mal in LA gekauft. Die hat mich bisher immer begleitet. Gut, das Nächste. Pardon, so geht das. He? Nach langem Hin und Her, freundschaftlichen Streitereien mit Martin, habe ich mich entschieden für den Titel hier das Wagen. Und
Ich will heute nichts über Batterien sprechen, nicht über Querbeschleunigungen, nicht über Verkehrsdichten, da hat es andere berufenere Experten im Haus. Ich will euch über eine Kraft der Bewegung sprechen, die mich selber immer wieder antreibt, treibt oder auch hinzieht. Das Wagenwagen oder eben umgekehrt ökonomisch betrachtet, wenn wir schon die ökonomische Komponente in diesem Anlass haben, über die Kosten des Zauderns, was kostet uns das Nichtstun und die Chancen, die Rentabilität des Wagens. Ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich habe sehr früh mit Solarenergie begonnen. In meiner Maturarbeit habe ich über Solarenergie geschrieben, das war 1972. Stellt euch vor, in der Schweiz gab es eine Fischenaffäre, da wurden Leute, Subjekte wurden da inventarisiert, die staatsgefährdend waren. Und tatsächlich war ich von 16 bis 20-jährig war ich staatsgefährdend, weil es geheißen hat, der junge Mann ist für Sonnenenergie und gegen Kernenergie, wenn ich das sagen darf. Vielleicht wäre ich ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht gewesen wäre. Ich hatte einen Mentor bei der REGA, den Gründer, auch ein Berner notabene, der Fritz Bühler, und der hat mich gepusht und so hatte ich Gelegenheit, als junger Schnaufer und unvollendeter Physiker, als Studienabbrecher, hier für die REGA einige der ganz tollsten Anlagen zu machen, Notfunkstationen in Bergen. Begonnen hat das am Matterhorn auf 4007 Meter Höhe und dann unten das kleine Bild, die Cabana di Margherita, die ist nochmals 80 Meter höher als der Matterhorngipfel. Und die ganzen Anlagen haben nicht gut funktioniert, sondern super gut. Ich war überrascht eigentlich über den Energieertrag, weil da kamen natürlich verschiedene Effekte zusammen. Die tiefen Temperaturen, die Reflexion des Schnees und natürlich ein bisschen weniger Luft über den Zellen, als wir hier unten haben. Eine ganz spannende Aktion im Energiebereich war 88. Da sind wir mit zwei Hubschraubern, ihr dürft schmunzeln, ich komme da gleich noch dazu, haben wir die ganze Stadt Zürich überflogen. Es ist immerhin ein Gebiet von 100 Quadratkilometern. Und mit hochauflösenden Kameras, die bisher eigentlich nur militärisch genutzt wurden. Also warum haben wir das gemacht? Es ist ein Witz. Wir brauchen diese Analyse nicht, um herauszufinden, was bisher schiefgelaufen ist. Aber es ging darum, als politisches Tool, als Werkzeug, die Leute vom Stuhl zu reißen und ihnen irgendwo diese schwer verständliche Thematik zu visualisieren. Wir haben das gemacht. Unten in der Mitte seht ihr zum Beispiel, für diejenigen, die Zürich ein bisschen kennen, ist das Z'Bellevue. Stellt euch vor, bei Probeflügen bei 12 Grad über Null im September. Und was sind das für weiße Flecken? Hat hier ein Pizzakurier seine Ladung verloren? Ich darf es fast nicht sagen. Das sind geheizte Tramweichenheizungen. Auf dem ganzen Gebiet der Stadt wurde hier pro Tag 10.000 Franken Strom verbrutzelt. Und in der Mitte links, das ist das Kantonsspital Zürich, das Universitätsspital, Entschuldigung. Sie sehen unten an den Fenstern, in den Radiatornischen, diese warmen Flecken. Ich sagte zynisch, das ist ein guter Tipp für Gleitschirmpiloten. Die Thermik dort ist immens. Das Fazit dieser Übung mit einem sehr, sehr großen politischen Impact war, wir haben keinen Mangel, wir haben eigentlich eine Überflusskrise. Und dies zu visualisieren, zu zeigen, war sehr eindrücklich. Übrigens, die Aktion war auch in dem Sinn erfolgreich, dass von diesen 5000 Besitzern von Liegenschaften in Zürich haben sich 80% für eine energetische Beratung gemeldet. Martin hat es angesprochen, diese Rochen, das ist ein Fluggerät, ein Technologieträger mit 13 Meter Spannweite, der ist aufgeblasen und besteht aus Luft, aus Zwischenraum, verbunden mit hochfesten Fasern. Und das Fantastische daran ist, durch eine Variabilität des Innendrucks
als können wir das Flugprofil verändern. Genial, verrückt, visionär, wurde gesagt, ich bin da immer extrem auf der Bremse. Jede Mücke, die uns ärgert, jede Schwalbe macht das eigentlich ohne Aufhebens. Aus diesem Projekt sind etwa 8 Patente da entstanden und das Objekt soll demnächst ins Deutsche Museum in München kommen. Eine etwas andere Geschichte, was wir gemacht haben früher, Dynamik pur, sind Beschleunigungsanzüge. Wir haben sie Libelle und Giraffe genannt. Libelle, weil die lateral bis zu 30 G Querbeschleunigung machen kann. Und die Giraffe, weil sie neben wunderbaren Wimpern eine Artistin ist für den Kreislauf. Da will ich sagen, oft ist bei uns in unserer Arbeit ist Frust ist eigentlich der Anfangspunkt. Also wenn es gelingt, Frust, diese Energie umzuwandeln, das Vorzeichen zu ändern in eine positive Richtung, dann kann daraus eine große Energiequelle werden. Ich war frustriert, dass man nach einem Dogfight, nach einem intensiven Flug, zwar 2 Kilo verschwitzt hat, 1 Kilo über die Atmung, man ist flach wie ein Teppich und ich dachte mir, Gottfried Stutz, es ist einfach nicht wahr, was uns Tom Cruise zeigt, dass er irgendwo nach einem verrückten Tag im Flieger noch die ganze Nacht durchtanzen kann. Die Idee war dann, warum kann man nicht das ganze Cockpit mit Blut füllen oder mit Schweizer Milch, wenn Sie wollen, oder was anderes. Aus diesem Grundgedanken ist dann dieser Anzug entstanden. Da haben wir den Ton jetzt nicht drauf, das übernehme ich in dem Fall. Das ist eine ziemlich brachiale Maschine in der Nähe von Dresden. Herauf liest da die Zeitung. Sie sehen, die Zeitung macht eher schlapp als er. Bei 6G normalerweise können Sie nichts mehr tun. Er telefoniert noch bei 9G. Ist jetzt nicht obligatorisch bei Kampffliegern. Und er löst noch den Rubik Cube bei 9G. Ich muss sagen, nicht mal bei 1G kann ich das. Und was ist das? Da geht es noch weiter. Bei 10G, er pfeift noch, nicht aus dem letzten Loch. Wir hatten übrigens den tollsten Beitrag über dieses Projekt, kam von Richard Hammond, den einige von euch kennen, natürlich von der Motorszene her. Gut, wir haben auch sehr viel gemacht im weniger spektakulären Bereich, Sitze, das ist eigentlich das Interface zur Airline, in dem die Sitze heute, die sind auf ein Standardgewicht ausgelegt und dieser Sitz passt sich dem Gewicht an. Hier, wir haben für eine Firma gearbeitet, aus naheliegenden Gründen sollten wir eigentlich die Namen nicht sagen, das ist eine Firma aus Stuttgart, Sportwagen, die mit P anfängt und mit Orsche aufhört. Also wir haben da einige Arbeiten gemacht und das Verrückte, das Frustrierende war, unsere Arbeit war nach ungefähr einem Jahr für diesen Bugspoiler abgeschlossen. Wir waren auf dem Rütteltisch im Windkanal auf der Rennstrecke und dann, was erwarten Sie als Tüftler, dass es endlich mal sichtbar wird, dass es reinkommt, auf der Bühne ist. 1 Jahr, 2 Jahre nichts. Nach 12 Jahren hat Porsche an der ILA, IA heißt es in Frankfurt, dann dieses revolutionäre Konzept präsentiert. 12 Jahre für eine solche Banalität. Da muss ich sagen, da fühle ich mich als Berner stigmatisiert, gleich wieder im Schuss. Das Stuhlprojekt, das war, das kennt Martin und sein Team auch genauestens, für Festum, eine Bude auch bei Stuttgart, bei Esslingen, arbeiten wir an diesem Stuhl, der eigentlich das Fitnesszentrum nach Hause bringt und uns unmerklich es trainieren lässt. Ich darf da gar nicht jetzt stark eingehen, sonst überziehen wir hoffnungslos. Ja, wir haben auch unseriöse Seiten an uns. Die will ich euch nicht vorenthalten. Für eben diese Firma, für Festum, haben wir wahrscheinlich das erfolgreichste Projekt gemacht. Es ist ein Ballon, der, und ich kann hier versichern, kein Pixel ist hier gefaked. Also Photoshop ist hier nicht
Teil der Übung. Wir haben den gebaut oder bauen lassen bei Don Cameron dann in Brüssel. Wie oft bei Projekten habe ich natürlich Schiss, dass es schief gehen kann. Ich will diese Unsicherheit auch immer noch behalten. Und allein während dem Erstflug, man spricht zwar von Fahren, haben wir nach 15 Minuten haben wir unter uns Kolonnen gesehen, Feuerwehr, Ambulanz. Innerhalb von 20 Minuten haben sich über 900 Leute auf die Emergency Line gemeldet. Es hätte einen Ballon gedreht und ein Hubschrauber, darin saß ich, würde den versuchen zurückzudrehen. Also für Festo, dieses eigentlich zurückhaltende schwäbische Unternehmen, war es eine unglaubliche weltweite PR-Tour. Die haben drei Ballonpaare, die sind immer zu zweit aufgetreten, in Nordamerika, in Europa und auch in Asien. Und der Gegenwert von diesen Übungen, stellt euch vor, das gab Beiträge im National Geographic TV, dass sie auf den Blick kommen, ist kein Problem, aber das hat alle gefreut. Das Äquivalent von über 34 Millionen Euro an Präsenz. Ja, 18 Jahre nach dieser Dummheit dachte ich, es ist wieder Zeit für etwas Weiteres. Das war schon immer die Idee, ein U-Boot in einem Alpensee auftauchen zu lassen, das sich verfahren hat. Das ist dann 2014 passiert. Und Sie glauben nicht, dass ich darf gar nicht beginnen, da viel zu erzählen. Da kam ein Ehepaar auf mich zu, völlig begeistert und spricht mich an, sagen, wir haben gehört, Sie sind der U-Boot-Kapitän. Ich meine, auf diese Frage habe ich mein Leben lang gewartet. Und die dachten wirklich, die sagen, ja, wir warten die Reise vom Pazifik hierher, wir haben nie etwas gesagt. Dann hat mich die Frau gefragt, ja, was war das Schwierigste an der ganzen Übung? Und man weiß ja nie, ob sie jetzt selber auf den Arm genommen werden oder nicht. Und sagte ich, ja, in Chiavenna wäre es doch relativ anspruchsvoll gewesen, die richtige Abzweigung zu haben und dann den Spitzkehren, unter anderem den Maloja, der wäre es um Zentimeter gegangen. Sie war fassungslos und glaubt das noch heute. Ganz kurz jetzt, was macht eigentlich das Tüfteln aus? Was sind die Grundkräfte oder was sind die Zutaten für das lebendige Vorwärtsgehen? Es ist Druck, immer wieder Not. Das Bild, das Sie hier sehen, da wurde das Trasse der Eisenbahn am Gotthard wurde verschüttet und innerhalb von Sekundenbruchteilen ist eine der größten Transitstrecken war auf Null. Auf beiden Seiten des Gotthards haben sich 500 Kilometer Züge schon in Bewegung befunden. Da können Sie nicht sagen, es ist einfach ein bisschen Pech, Sie müssen handeln. Und während x Jahren haben diese internationalen Gespräche über Ausweichrouten haben nichts gefruchtet. Und dann ist es aus der Not, ist es innerhalb von 36 Stunden gelungen, diese Alternativrouten plötzlich zu etablieren. Und schon nach zwei Tagen, wurde mir gesagt von der SBB, hatte man schon Überkapazitäten. Ich sage einfach, es ist immens, was plötzlich, wenn das Wasser dasteht, was da alles passieren kann. Etwas, was ganz wichtig ist, übrigens, Philo, danke für die schöne Darstellung, ist Unbekümmertheit. Ja, wir kommen dann später noch dazu. Ein ganz wichtiger Rohstoff ist, dass Sie Ihre Arbeit nicht als Pflicht erfüllen, sondern als Spiel. Dieses biedere Bild, das extra biedere Bild, das gefällt mir irrsinnig, spielt ja keine Rolle. Absolut wurscht, ob Sie sich jetzt mit Eisenbahn oder mit irgendwo mit Gaffitecheli oder mit irgendwelchen Sammelleidenschaften herumschlagen. Es ist völlig nebensächlich. Die Hauptsache ist, Sie brennen für etwas. Das haben wir natürlich in der Musik genauso. Oder eine meiner Leidenschaften, das Segeln. Was man vielleicht jetzt weniger beim Violinspiel sagen kann. Ich wurde oft gefragt beim Katamaransegeln, bist du denn auch schon mal gekentert? So eine dumme Frage. Das meiste war an einem Nachmittag fünfmal.
Es ist ein Werkzeug, wo Sie die Grenzen ausloten. Und wenn Sie Schiss haben, nass zu werden, dann ist es falsch. Es kann nichts passieren. Eine der weiteren Zutaten ist die Rivalität und Wettbewerb. Sie haben den Stingray noch vor Augen, diesen Rochen. Das war ein Konzept völlig neu in Bezug auf Aerodynamik, auf die Art der Materialien, auf die Bauweise. Und ja, was macht man in einem solchen Moment, wo Sie wie im leeren Raum sind? Und ich sagte, jetzt mache ich ein Experiment und ich engagierte Leute aus Kalifornien, aus Santa Pola, die mit kurzen Hosen, mit Ketchup-perfekten T-Shirt daherkommen, diese ganze typische Art an Sachen heranzugehen, völlig kontrastierend mit dem Team von Kiew und von Moskau. Und am Anfang gab es Probleme, vor allem die Russen und die Ukrainer, die hatten Schiss, die Amerikaner kennenzulernen. Und wir haben uns alle 3 Monate getroffen zu sogenannten Progress Reports. Und es war eine sehr, sehr erquickliche Zusammenarbeit im Sinn einer offenen, nicht einer versteckten, einer offenen Rivalität. Das machen wir immer wieder bei den Projekten jetzt. Ja, es ist ein bisschen verpönt, Ehrgeiz zu haben. Die Frage stellt sich, bin ich hingezogen oder bin ich getrieben von etwas? Jetzt für meine Art, mich zu bewegen, kann ich das nicht beantworten. Einerseits ist es das Hingezogensein oder manchmal auch das Gestoßenwerden. Was ganz wichtig ist, und damit kommen wir plötzlich zum eingangs gezeigten Experiment, es ist ganz, ganz schwierig, auch für mich, Maja und Maria, ihr kennt das, mein Problem ist oft ein bisschen, sich hinzulegen und etwas auch gehen zu lassen. Und dieser Frosch hier, der macht eigentlich das, was wir hier vor uns haben, die Kunst, mal etwas liegen zu lassen. Und guckt euch das an jetzt. Es hat sich gesetzt, es hat sich geklärt, ohne oder weil ich nichts getan habe. Das als komplementärer Ansatz zum ewig überbordenden Wirken und Rumpeln. Was immer bei uns kompliziert tönt, irgendwo in eine Richtung geht, mit vielen Abzweigungen, das ist mir suspekt. Und deswegen versuchen wir immer, immer wieder, ganz, ganz konsequent sagen, alles, was wir nicht drin haben, das macht es besser. Nicht ganz in dieser Konsequenz, wie das unser früher Bundesrat Doggi gemeint hat, dass er nur Sachen gut findet, die auf einer A4-Seite Platz haben, aber trotzdem einfach alles, was man weglassen kann, das ist ein Gewinn. Als Beispiel, bei unserem Beschleunigungsanzug als Libelle waren wir oft auf dem Weg, hier noch ein Ventil reinzumachen, da noch mit der Viskosität der Variablen zu spielen. Und am Schluss hatten wir einen selbstregulierenden Anzug ohne Ventile, ohne Elektronik, ohne irgendetwas. Ja, ich werde immer wieder gefragt, was brauchst du für Leute? Was ist das Jobprofil? Ich denke, da hätte es durchaus Übereinstimmung gegeben, Martin, in der Zeit, wo du angesprochen hast. Wir suchen keine Fachleute in dem Sinn. Ich suche primär konstruktiv Unzufriedene. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Frust, sich auflehnen gegen etwas, das ist eine Kraft. Stempfele, Wut, das ist Energie. Und wenn es eben gelingt, diese Kraft zu transformieren, es ist Energie, dann ist ganz, ganz viel möglich. Was verschissen ist, ist, wenn keine Emotionen da sind, wenn ich sage, es ist alles in Ordnung, das ist energielos und damit ist wenig zu bewegen. Konstruktive Unzufriedenheit, ein ganz starker Baustein. Ja,
Ich denke, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Steckdose mit nur einem Loch gesehen haben. Spannungen kommen nur durch Polare zusammen oder wie es eben Albert Camus sagte. Und dazu gehört, Spannungen auszutragen, einen Disput auszutragen, miteinander zu kämpfen, Seelizie, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool für uns. Oder stellen Sie sich vor, wie langweilig es ist, Armdrücken alleine zu machen. Hier eine gute Streitkultur zu haben, ohne dass der andere abgewertet ist oder der eine sich aufwertet, das sind Grundelemente eines effektiven Vorankommens. Unsere Firma heißt AI Solutions. Diese drei I's, keines steht übrigens für Innovation, das ist so abgelutscht. Und könnt ihr euch vorstellen, was das erste I sein könnte? Das erste I heißt, kommt von Intuition. Das erste I heißt Intuition. Was immer hilft natürlich, ist auch ein bisschen Intelligenz. Und das dritte I ist eigentlich das Wichtigste. Initiative, machen statt blabbern. Aber eben das Gespür zu haben, wo es hingeht, ich habe es immer wieder gesehen bei meinen Projekten, bevor ich etwas im Kopf hatte, hat es gegärt und hat hier begonnen zu arbeiten, ein Schock tiefer. Ja, es ist verrückt. Wie haben wir laufen gelernt? Wir sind hunderte Male sind wir gestürzt. Wir haben die Nase etwas platt gemacht. Wir haben geplappert, Sätze irgendwo gestammelt. Hunderte von Male, alle die Eltern unter euch können das bestätigen. Also wenn wir uns jedes Mal gefragt hätten als Kinder, ob das Sinn macht, jetzt nochmals aufzustehen, wir wären erbärmliche, am Boden herumkriechende, stumme Regenwürmer. Und kaum kommen wir in die Pubertät rein, kaum haben die Männer ein bisschen Bartwuchs und die Mädchen ein bisschen Figura, kommen die Bedenken wegen Fehlern. Katastrophe. Und deswegen, Sie haben vorhin den Satz gesehen, ist meine Definition von uns als Entwicklungsfirma, wir sind dann erfolgreich, wenn es uns gelingt, in kurzer Zeit mit wenig Mitteln mehr neue Fehler zu machen. Also, bleiben wir Kind in uns, ich spreche nicht von kindisch, aber behalten wir dieses Ungestüme und dieses undramatische Fehlern gegenüber. Das haben wir soeben gesehen. Was fällt Ihnen hier auf? Das ist eine Scheibe in meinem Zuhause im Wattland. Und es tut mir immer leid, wie diese an sich schlauen Bienen und Wespen sich da immer wieder auf dem gleichen Weg versuchen, einen Weg zu bahnen durch die Scheiben. Sie machen das, bis sie tot umfallen und herunterstürzen. Wie oft sind wir selber Bienen, die versuchen, irgendwo stur gegen eine Wand zu gehen und sich einfach vergessen zu haben, dass es ein bisschen ein Zurückweichen vielleicht ein anderer Zugang zu einem Problem sein könnte. Wir sind oft ganz, ganz verbissen und eng und machen uns selber Klebstoff an die Füße. Das nicht nur bei den Bienen. Ich habe es gestern Abend erwähnt, in einem Gespräch noch einem heiteren. Vielleicht einige von euch, die kennen diese wunderbare Geschichte von Momo, dieses struppige Mädchen, das eigentlich nichts konnte. Es wusste nichts, aber es hatte eine großartige Fähigkeit, Fragen zu stellen. In diesem Zusammenhang hat es die Frage gestellt, alle sparen Zeit und niemand hat sie. Eine großartige Metapher hier aufgenommen, dass wir sagen, das ganz Wichtige, was wir haben müssen, was wir behalten sollten, ist Neugier. Es ist der Grund, es ist der Rohstoff für jede Art von innerer Bewegung. Ich komme da noch zu
zwei anderen Metaphern. Sie dürfen ruhig schmunzeln und ich bitte inbrünstig, ja, keine Fotos zu machen. Nein, natürlich dürfen fotografieren. Was seht ihr hier? Es sind Spiegel von einem Moped. Es ist Le Dernier Cri, der neue Modetrend aus Paris. Was will ich damit zeigen? Guckt, ich wurde dieses Jahr 65, ich bin eigentlich ein Erfolgsmodell. Ich bin noch nie gestorben. Ich habe sicher viel daneben gegriffen, keine Frage. Aber immer wieder gab es irgendwo Wege, habe ich noch einen Rettungsfallschirm gefunden, den ziehen können. Das ist das Problem. Ich bin halbwegs ein Erfolgsmodell. Das ist ein riesen Ballast, wenn wir nach einem einigermaßen überstandenen oder erfolgreichen Leben nach vorne gucken. Was mache ich mit mir? Was sieht der Andreas? Ui, ich sehe mich selber. Okay, kenne ich. Ich gucke nach hinten und ich habe nur ein fragmentiertes Bild von vorne. Extrapolieren ist eine ganz, ganz schädliche Übung. Sie ist nicht hilfreich, neue Wege zu suchen. Und das ist genau das, was wir machen, was wir geneigt sind zu tun, als wenn wir älter und erfolgreicher werden. Extrapolieren nicht, es gehört nicht zu den hilfreichen Bausteinen fürs Vorwärtskommen. Der Blindenstock. Wenn wir gefragt werden, ich erinnere mich, ich mache immer wieder, mache ich also als Coaching für Manager, wenn ich sage, hast du es im Griff, dein Unternehmen? Abteilungen von 10.000 oder von 20.000 Leuten oder nur von 100. Natürlich habe ich es im Griff, keine Frage, ich habe keine Zweifel. Ängste kenne ich sowieso nicht, ich bin sicher, ein sicherer Typ. Was ist das Teil hier? Es ist ein Hilfsmittel für Blinde, die sich immer die Frage stellen, bin ich richtig, bin ich falsch? Falsch, richtig. Das macht übrigens auch jedes GPS ein bisschen schneller. Unsicherheit zuzulassen ist das zentrale Element, um sich sicher fortzubewegen. Es ist kein Schwächezeichen, es ist kein Zeichen von im Kreis herumdrehen, es ist ein Bereich von effizientem Ausschließen von Irrwegen. Ich habe den Moment verpasst, um euch noch etwas zu zeigen. Ich sehe gleich, ich komme da in den Finale. Ich habe euch erzählt vom Rochen, der eigentlich gebaut ist aus Zwischenraum. Ich habe euch von der Faszination der Mücken und der adaptiven Profile erzählt. Das, was ihr hier seht, ist ein Oberarmknochen von einem Schwan. Den haben wir mit einem neuen Verfahren, mit einem neuen CT-Verfahren an der Klinik Balgerist haben wir das gescannt, vergrößert um den Faktor 1,3 und gedruckt. Und vielleicht kommt es hier, ist es sichtbar, ein wunderbarer filigraner der Röhrenknochen, Materie nur dort, wo es sein muss. Man sieht und sieht sofort, der Schwan hat 18 Semester Statik studiert, der weiß, wie das funktioniert. Vielleicht mögen Sie es sehen. Eines meiner tollsten Erlebnisse, die ich hatte an einem Kongress in Hamburg über Photosynthese vor sehr, sehr langer Zeit, war, als ein Professor über die Photosynthese sprechend ein Blatt aus der Pockentasche nimmt und sagt, dieses Element, dieser Prozess, der hier herabläuft, ist so zentral. Vor diesem Hintergrund gibt es nichts anderes, als sich zutiefst und ehrfürchtigst zu verneigen.
Ich bin nicht ein Verklärer von naturbionischen Prinzipien im Sinne eines Marketings, aber es ist Zeit, im Bereich von Effizienz oder, wie du willst, von Effektivität uns sehr, sehr schlau und differenziert mit unseren Kollegen draußen auseinanderzusetzen. Danke. Ja, Andreas, danke vielmals, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, entweder das Wasser zu betrachten, das wieder klar wurde, oder deinem Vortrag zu lauschen. Ich muss gestehen, ich war eher bei dir als beim Wasser. Und was ich mitgenommen habe, ist einfach deine Leichtigkeit, mit der du das Scheitern zelebrierst, so in einem Satz zusammengefasst hast. Ich sehe, du hast noch dein Buch hier. Das Buch hast du vor kurzem vorgestellt. Das ist einfach nur brillant. Die Drohnen hier, die sind in aller Munde. Und Andreas hat darüber ein Buch geschrieben, hat einfach alle diese Projekte aufgelistet. Und wenn man dich kennt, du hast dann mit ganz wenigen Worten die Projekte kommentiert. Mit deinem eigenen Humor. Ein wunderbares Projekt. Physikalisch, mit meiner Physik ist das nie möglich, und du schreibst dazu ambitioniert, mehr nicht. Ein wunderbares Buch, ich habe selten ein Buch so gerne gelesen wie das hier. Danke, Martin.